Hola at all und ich begrüße euch diesmal nicht zu einem Gameplay, sondern zu einem Tutorial. Und zwar, wie skille ich mein Assault von Anfang an sinnvoll? Und wie habe ich mein Assault geskillt und wie spiele ich, was man in den Videos ja sieht? Gut, fangen wir mal an. Ihr bekommt den ersten Trainingspunkt mit Level 2, den letzten mit Level 30. Das heißt, ihr habt 29 Punkte, die euch zur Verfügung stehen. Ich habe allerdings 31, weil ich mir schon mal 2 gekauft habe für Credits. Gut, was ist mein Tipp, wie skille ich den Assault von Anfang an? Als allererstes sollte man im Kampferfahrungsbaum den verbesserten Spürsinn für die Bedrohung skillen. Warum sollte man das tun? Es bringt nichts, wenn man über die Map läuft und Gegner sehr spät erkennt. Wenn ihr dieses hier auf Full Skill habt, dann seht ihr auf jeden Fall die Gegner wesentlich eher und könnt auch demzufolge wesentlich eher drauf reagieren, weil ihr eher feindliche Nametags erkennt. Dann rate ich euch als allernächstes die taktischen Reflexe durchzuskillen. Warum? Und zwar, wenn ihr die nicht geskillt habt, werdet ihr angeschossen und habt einfach einen roten Kreis um euch rum. Skillt ihr einen Punkt rein, habt ihr einen roten Halbkreis, der euch in etwa die Richtung anzeigt, aus der ihr angeschossen wurdet. Skillt ihr einen zweiten Punkt hinein, habt ihr einen Drittelkreis, der euch die genaue Richtung anzeigt, aus der ihr angeschossen werdet. Skillt ihr jetzt den dritten rein, habt ihr auch diesen Drittelkreis, aber wenn ihr euch dreht, dreht sich dieser Kreis mit und zeigt euch dann an, in welcher Richtung der Gegner steht, der euch angeschossen hat. Beispiel: Gegner schießt euch an, ihr springt hinter eine Deckung, dreht euch dabei und dieser rote Drittelkreis ist gerade unten am Bildschirmrand. Bedeutet, dass der Gegner genau bei euch im Rücken steht. Deswegen rate ich, skillt das zuerst. Dann würde ich euch weiter raten, weil es sind ja eine Menge Bugfixes gemacht worden in letzter Zeit. Skillt die nächsten 2 Punkte auf das körperliche Training erhöhtes Sprinttempo. Warum? Wenn ihr viel zu Fuß unterwegs seid, dann habt ihr auf jeden Fall die besten Chancen, schnell an die Flanken zu kommen oder überhaupt schnell von A nach B und mit den anderen mitzuhalten. Wenn ihr hier diese ersten 9 Punkte verteilt habt, also das bis Level 10, dann würde ich euch raten, geht in den Erfahrungsbaum rüber, der sich mit der Ausrüstung beschäftigt. Hier solltet ihr die Ammo-Box skillen. Warum die Munitionskiste? Mit jedem Skillpunkt, den ihr da reinsetzt, erhöht sich etwas die Reichweite, an der aufmunitioniert wird. Und vor allem ganz wichtig, es erhöht sich die Geschwindigkeit, an der aufmunitioniert wird. Bedeutet, wenn ihr hier alle 4 Punkte drin habt, ihr habt eure Munition verschossen, schmeißt die Kiste, dauert es eine Sekunde und ihr habt komplett wieder eure komplette Munition aufgenommen, könnt nachladen und weitermachen. Das bedeutet aber nicht nur, dass ihr das könnt, sondern eure Teammates können das genauso schnell. So, dann würde ich dazu raten, wieder zurückzugehen in den Kampferfahrungsbaum. Und zwar würde ich hier die Stolperdrahtvermeidung, würde ich einen Punkt reinsetzen. Das bedeutet, dass ihr durch Claymores durchgehen könnt, ohne dass es euch wegreißt. Ist ein bisschen sinnfrei für meinen Geschmack, weil man läuft ja im Grunde über die Map, deswegen ist es halt wichtig, dass man den mitnimmt, damit man den setzen kann. Das ist nämlich die Stolperdrahtvermeidung, wenn man läuft. Das heißt, man kann mit vollem Jogging durch eine Claymore durchrennen, es macht einmal Zing und ihr habt es überlebt. Bedenkt aber, wenn es einmal Zing gemacht habt, lauft nicht zurück, weil dann ist die Claymore ausgelöst und kommt ihr da nochmal dran, dann explodiert ihr. Dann würde ich auf jeden Fall weiter dazu raten, den Verstärkungsspawn zu skillen. Und zwar mit allen 3 Punkten. Jeder Punkt bewirkt, dass die Nachladezeit aus diesem Spawn verringert wird. Das heißt, wie ihr hier sehen könnt, verkürzt die Nachladezeit um 10 Sekunden. Und wenn wir jetzt gleich den dritten Punkt reinsetzen, wird er nochmal um 20 Sekunden verkürzt. Warum solltet ihr den mitnehmen? Ganz einfach, weil dieser Verstärkungsspawn vom Assault der stärkste ist, den es gibt im Spiel. Dieser Spawn sammelt gestorbene Teamkameraden auf einer Größe von, ich meine, 80 bis 90% der gesamten Mapgröße wieder ein und veranlasst sie bei euch zu spawnen. Im Vergleich, der Medic Flare, also diese kleine Fackel, die der Medic irgendwo hinwerfen kann,
hat nur eine Reichweite von 10 oder 15% der gesamten Mapgröße. Das heißt, Gegner, die in einem Radius, der 20% der Mapgröße entspricht, sterben, werden nicht bei Medic Flare spawnen. Das bedeutet also, da ihr ja mit eurem Verstärkungsspawn beim Assault 80 oder 90% der gesamten Mapgröße abdeckt, wird so ziemlich jeder eurer getöteten Teamkameraden bei euch spawnen. Im günstigsten Falle, was auf Basra bei mir auch schon passiert ist, kommt mal zu einer Flagge, zündet diesen Spawn kurz vorher und es stehen auf einmal flupp, 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 sechs Leute neben einem. Man hat die Flagge fast instant hochgezogen, umgefleckt und kann sich dann der nächsten Flagge zuwenden. Und vor allem, das zweite Schöne an der ganzen Sache ist, im Rush-Modus bekommt man, egal an welcher Stelle man diesen Verstärkungsspawn zündet, 25 Punkte für gespawnte Teammates. Im Assault-Modus ist es in einem Flaggenradius. Das heißt, wenn ihr seht, dass ihr gerade am Umflaggen seid und da ein Teammate dann bei euch spawnt, bekommt man auch dafür 25 Punkte. Dann würde ich gerade rübergehen, wieder in den Ausrüstungsbaum und würde hier 2 Punkte auf die Nades setzen. Warum nur 2 und nicht 3? Weil ich festgestellt habe, 3 Granaten reichen locker aus. Also ich komme damit ganz gut zurecht. Ich muss nicht unbedingt, wie man jetzt hier sehen kann, beim vierten hätte ich 4 Granaten. Aber 3 sind für mich eigentlich ganz ausreichend. Weil, wenn ich diese 3 Granaten habe, würde ich den nächsten Punkt hier reinsetzen. Das bedeutet, dass ihr eine zweite Ammo-Box habt, die ihr absetzen könnt. Folglich könnt ihr eine Ammo-Box werfen, könnt weiterlaufen, werft wieder die Ammo-Box, aber eine zweite. Und erst wenn ihr das dritte Mal eine Ammo-Box werft, verschwindet die allererste, sofern sie nicht vorher schon aufgebraucht wurde, weil sich alle eurer Teamkollegen daran aufmunitioniert haben. Dann würde ich wieder zurückkehren in den Kampferfahrungsbaum. Und was würde ich jetzt hier skillen? Hier würde ich jetzt nach Geschmack, entweder sagt man sich, ich skille den Spürsinn für die taktische Bedrohung erst voll, oder ich skille das körperliche Training Belastbarkeit. Ich werde einfach jetzt mal gerade hier das körperliche Training Belastbarkeit skillen. Und zwar habt ihr normal 100 HP, setzt ihr hier einen Punkt rein, bekommt ihr 105 HP, setzt ihr noch einen Punkt rein, bekommt ihr 110 HP. Danach wenden wir uns dann jetzt diesem Skill zu, und zwar der Spürsinn für die taktische Bedrohung. Was bewirkt dieser? Dieser bewirkt, dass wenn ein Gegner anfängt auf euch zu feuern und ihr ihn nicht mal direkt seht, wird sein Nametag sichtbar, weil er auf euch schießt. Das heißt, ihr könnt schneller darauf reagieren, auf Feinde, die auf euch schießen. Aber das wirklich Schöne, wenn ihr dieses hier voll durchgeskillt habt, ist, dass, wie ihr seht, geht es noch weiter nach unten, und zwar hierhin auf den Spürsinn für den Scharfschützen. Und den sollte man auf jeden Fall eingepackt haben. Warum? Wenn ein Sniper jetzt euch im Visier hat, hört ihr auf einmal so ein Einatmengeräusch rein. Und ihr wisst, oh, da hat mich gerade ein Sniper im Visier. Das heißt, man kann ganz schnell mal an die Seite springen und der Sniper wird euch verfehlen. Sollte der Sniper schießen und euch verfehlen, wird zudem noch auf eurer Minimap unten links die Position des Snipers als ein rotes Fadenkreuz angezeigt und ihr wisst, in welcher Richtung ihr suchen müsst. So, dann haben wir noch einen Punkt übrig. Das ist der letzte, wenn man ganz normal Level 30 wird und sich keine zusätzlichen Punkte kauft. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn man als reiner Infanterist spielt und halt auch am Flaggen ist, setze ich den letzten einfach auf die Rache des toten Mannes. Von einigen wird es ein bisschen als Noob-like bezeichnet. Ich finde das eigentlich eine recht spaßige Geschichte, weil ich denke mir schon, wenn ich an einer Flagge sitze und ich will umflaggen und ich werde erschossen, dann soll doch vielleicht auch einer der Gegner ein bisschen Spaß damit haben. Soweit dazu, zu dem Trainingsbaum ohne irgendwelche zusätzlichen Punkte und auf reinen Infanterieskill ausgerichtet. Damit jetzt zu meinem Skillbaum, den ich momentan verwende. Schauen wir uns gerade erstmal auf der linken Seite den Ausrüstungsbaum an. Was habe ich denn da geskillt? Zum einen habe ich die Ammo-Box mit 4 von 4 durchgeskillt. Habe 2 Punkte in die Granaten gesetzt, weil ich festgestellt habe, mit 4 Granaten an Mann komme ich ganz gut durch. Dann habe ich
die zweite Ammo-Box auf jeden Fall geskillt, dass ich irgendwo nochmal eine zweite auf jeden Fall absetzen kann. Und weil ich unten aufs C4 kommen will, habe ich dann halt noch drei weitere Punkte verteilen müssen. Die habe ich dann wie folgt verteilt, und zwar eine in den APC, dass man das TOW-System nutzen kann, einen in die MG bei Panzer, einen, dass ich auch mal mit dem Hubschrauber durch die Gegend wackeln kann, um dann hier zwei Punkte ins C4 setzen zu können, damit ich dann vier C4-Sprengladungen dabei habe. So, im Kampfbaum habe ich das halt wie folgt gemacht. Gehen wir von links nach rechts und Stufe für Stufe. Erstmal die Stolperdrahtvermeidung einfach, das heißt, dass man durch Stolperdrähte durchgehen kann von Claymores, ohne dass man dabei hochgeht. Dann natürlich den verbesserten Spürsinn für Bedrohung, Full Skill, 4 von 4. Dann die taktischen Reflexe, 3 von 3, damit man halt sieht, aus welcher Richtung man beschossen wird. Und in der zweiten Stufe habe ich dann die Stolperdrahtvermeidung erweitert. Das heißt, ich kann jetzt auch durch eine Claymore durchrennen, ohne dass es mich wegreißt, und habe dann daneben den Spürsinn für die taktische Bedrohung auf Fullskill. Habe dann zwei Punkte beim körperlichen Training erhöhtes Sprinttempo, dass ich auch mit allen anderen mithalte, und weil ich halt sowieso viel zu Fuß unterwegs bin. Dann als letztes in der Stufe 3 habe ich den Deadman's Trigger, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon sterbe, dann soll doch irgendjemand anders auch noch ein bisschen Spaß nach meinem Tod haben. Dann auf jeden Fall auch noch den Spürsinn für den Scharfschützen, wo man immer dieses nette Einatmen hört, wenn ein Sniper auf einen anlegt. Und als allerletztes habe ich die zwei Punkte beim körperlichen Training Belastbarkeit drinne, dass ich auf 110 Punkte komme. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen und euch auch ein bisschen geholfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.